Einen guten Abend. Hi, wie geht's? Ich hoffe gut. Hier ist leider etwas Krankenlager bei uns. Jetzt war ich krank, jetzt ist meine Frau krank. Aber heute ist die Kleine auf dem Kindergeburtstag, von daher habe ich jetzt ein bisschen Zeit zum Streamen und sie ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Ja. Forge of Empires ist es mal wieder geworden. Ich wollte es eigentlich schon früher wieder streamen, aber dann hatte ich irgendwie doch keine so richtige Lust. Und ja, jetzt aber hätte ich so 1,5 Stunden Zeit. Hallo Engel, einen guten Tag dir. ja, hatte ich so ein bisschen Zeit. 1,5 Stunden ungefähr, wie gesagt. 17:45 Uhr ungefähr muss ich wieder aufbrechen, die Kleine abzuholen. Ja, es gibt Neuigkeiten in den Quantum Incursions und ich wollte so ein bisschen zusammenfassen, was ich zusammengetippt habe im Discord. Ich habe es auch noch gar nicht geöffnet, das Discord. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Mal gucken, auf welchem Fenster sich das jetzt öffnet. Sieht erstmal nach links aus. Muss dann noch auf die andere Seite. Hallo Arak, Arni. Einen sonnigen Samstag auch. Tatsächlich ist es ja hier auch sonnig. Wusstest du schon, dass du das Fenster nach rechts verschieben kannst? Genau. Hallo Pi. Pi hat den Quantum-Quantum-Pass gewonnen. Pi, du musst mir allerdings zeigen, wo ich den einlösen kann. Sonst kann er sich. Also ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht. Also hier kann man. Hier gibt es den Pass. So, und ich kann jetzt hier leider nicht eingeben, Pi so einen Pass schenken. Geht leider nicht, Pi. Also ich weiß nicht wo. Vielleicht kennst du ja die Funktion. Wenn du die kennst, dann würde ich mich vielleicht dazu hinreißen lassen. Hallo Tyrawal. Du verpasst fast. Also, RWE, nein, du verpasst es doch gar nicht. Doch, ging doch gerade erst los. Aber ist auch schon bald wieder vorbei. Ja, also 1,5 Stunden, ne? Ungefähr. Tankstelle Paysafe, ja. Nee, Pi. Nee, in dem. Hier drin. Hier so. Hier ist der Quantum Pass. Und hier musst du mir die Funktion zeigen, wie das geht. Hier vielleicht, wenn ich das ausklappe? Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, einem anderen Spieler einen Quantum Pass schenken. Nee, sorry. Geht leider nicht. Naja. Also ich habe mir auch nicht selbst geleistet. Wenn du Inno dazu bringst, das einzufügen. Ja, dann schenke ich dir einen Silberpass. Pi, versprochen. Vielleicht erhöht noch jemand anderes auf den Goldpass. Gut. Gut. Dann tasten wir uns mal ran. Also, ganz allgemein hatte ich ja schon. Glückwunsch. 10er-Serie Türerwahl. Mal gucken, wie weit du kommst. Dann musst du doch gestern auch reingeschaut haben. Irgendwie von unterwegs kurz. Gestern, vorgestern? Ach, gestern habe ich doch gar nicht gestreamt. Egal, Türerwahl vergiss. Ich halluziniere. Also. Wir hatten ja schon über die Quantum Incursions gesprochen und jetzt ist die erste Saison, wenn man das so nennen kann, ist ja keine wirkliche Saison, weil die Saison geht ja länger. Die geht ja über die. Na, oder kann man das Saison nennen und das nennt man hier das Championship?
Weil das heißt ja Championship. Sagen wir jetzt einfach mal so, ja? Also das Gesamte über die mehreren Saisons ist ein Championship. Und ein Zyklus, der 10 Tage dauert, ist dann eine Saison. Sagen wir jetzt einfach mal so. Ist vielleicht nicht die richtige Benennung, aber können wir ja erstmal für uns so definieren. Oder ich sage ein Zyklus. Geisterprobleme. Oh. Tyrawal, lass dich nicht begeistern. Das ist gefährlich. Genau. Erste Karte, neue Saison. Die Gilde hat es fast geschafft, den Boss auf der ersten Karte zu besiegen. Und danach würde es jetzt hier mit der zweiten Schwierigkeitsstufe weitergehen. Ich fange vielleicht mal so an, dass ich vielleicht erstmal meine Discord-Erkenntnisse durchgehe. Also manche sind ja schon im Bild, was ich auf Discord geschrieben habe zu den Quantum Incursions. Ich war ja im Urlaub und da habe ich weiter fleißig Quantum Incursions gespielt und dann immer auf Discord so eine Art kleines Tagebuch geführt. Kann ich das hier irgendwie alles abklappen und nur auf den Chat fokussieren? Nicht so wirklich. Tyrawal und Pi haben hier zwischendurch mal geschrieben. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wenn es sichtbar ist. Natürlich auch die Bilder öffnen. Ah, das geht im Browser. Sehr schön. Na, dann machen wir das so. Machen wir das so. Okay, das ist doch schon mal ganz okay. Genau. Also neue Saison. Ich habe schon meine neue Stadt wieder angefangen. Das sollte man ja möglichst frühzeitig machen. Auch seine Quantum Incursion Stadt auszubauen. Um dann Güter zu bekommen, Ressourcen wieder zu bekommen. Und darin sollte man quasi so die ersten Ressourcen investieren, die man übrig hat. Und dann auch noch sparsam sein, die, denke ich, auszugeben in den verschiedenen Schritten auf der Karte. Halt, hier auf der Karte. Da gibt es ja auch so Steps, wo man Ressourcen ausgeben kann, aber da sollte man es sich wirklich teilen auch in der Gilde, dass man nur das, was man übrig hat, dann vielleicht da noch rein investiert. Wichtig ist halt der Stadtausbau, denn sonst bekommt man nicht so schnell neue Ressourcen dazu. Es ist mega nervig, bei Häuser-Upgrade und Löschen verliert man Einwohner, die man nicht macht und gerade was? Die man nicht macht. Gerade voll Spaß mit zusätzlichen Einwohnern und keine Steuern bringen. Verstehe ich jetzt gerade nicht, Pi. Aber ich versuche mich dem Problem zu nähern. Genau. Ja, also, wir gehen einfach mal durch, was ich letzte Woche erlebt habe. Das ist halt hier so einer der ersten Tage der Quantum Incursions. Ich habe schon ein bisschen was rumgebaut. Ich konnte gestern. Am Donnerstag erst am Abend anfangen, weil morgens war ich halt arbeiten. Da konnte ich noch nicht gleich in die Quantum Incursion starten. Ich weiß auch gar nicht so recht, wann die starten. Um 8 oder um 10? Keine Ahnung. So sieht halt die Stadt jetzt aus und so ungefähr sah sie auch aus, als die letzte Saison begonnen hat. Allerdings hatte ich da mehr Scherben zur Verfügung. Warum ich jetzt nur so wenig Scherben habe, da hatte ich nämlich 500. Darauf komme ich gleich. Oder später, nachdem ich hier die Saison von, also die letzte Saison durchgegangen bin. Jetzt habe ich halt keine Scherben und kann mir halt hier keine Erweiterung kaufen. Ich hatte, glaube ich, 500 zum Start. Und dann konnte ich mir halt hier Erweiterungen kaufen. Und schon mal von diesen Amphitheatern welche ins Off setzen. So wie ihr das hier auf diesem Bild, was ich gerade geöffnet habe, in diesem anderen Browser auch sehen könnt. Na, da habe ich ja hier schon drei zusätzliche
Gebiete freigeschaltet und hier unten habe ich so ein ja, Zufriedenheitsgebäude hingesetzt und hier oben in die Ecke auch. Genau, das konnte ich halt jetzt nicht machen, weil mir die Scherben fehlen. So. Genau, denn das Problem ist, die Scherben überträgt man in die nächste Saison, die man übrig behält. Und wenn man keine übrig behält, dann bekommt man leider oder startet man leider auch mit keinen Scherben in der nächsten Saison. Genau, und das ist jetzt quasi hier der Fehler gewesen, den ich gemacht habe. Und das ist ein Fehler, den man, denke ich, vermeiden sollte. Gerade so die ersten beiden Felder lassen sich halt wirklich recht preiswert mit den Scherben freischalten, weil das erste kostet 100, ich glaube, das zweite kostete 150, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher. Aber das war noch recht preiswert. So, also so viel sollte man, glaube ich, sich schon übrig behalten, noch ein bisschen. Und neue Scherben bekomme ich jetzt entweder durch Kämpfe, da sind es aber sehr, sehr kleine Mengen, oder über den Quantum-Quantum-Pass. Und da sind es ja hier unten, ja, nach einer gewissen Anzahl an Kämpfen dann immer wieder 100 Stück zusätzlich. Genau. Wenn man sich da nicht mehr gekauft hat. Ja, da kann ich aber noch ein bisschen drauf warten, dass ich jetzt hier 390 bekommen kann. Ja, das heißt, ich habe hier einen, ups, einen kleinen Nachteil. Hast du die Scherben vom Pass noch? Nein, ich habe ja keinen Pass gekauft. Ich habe die alten Scherben noch. Der Pass läuft weiter über die komplette Champion, über das komplette Championship. Das sind alles Sachen, die ich noch nicht erreicht habe aus der letzten Saison. Ich stehe jetzt hier kurz vor dem nächsten Neo Colossus Selection Kit und ja, kann dann hier so lange weiterspielen, bis die das komplette Championship endet. Genau. Na, du hast Haus, aber die Einwohner bleiben weg. Genau, da komme ich noch drauf, Pi. Du darfst nicht so nah an Wasser bauen, sonst erwischt dich der Tsunami. Das ist ein guter Tipp. Ani, hat dich der Tsunami schon mal erwischt hier im Spiel? Mich noch nicht, zum Glück. Zum Glück, aber kann natürlich sein. kann natürlich sein, dass der demnächst mich erwischt. Ja. Genau, und mein erster Entschluss hier mit diesem Bild war, dass ich gesagt habe, okay, ich reiße die besonderen Gebäude, die zur Produktion von Gütern und zur Produktion von Einheiten da sind, erstmal wieder ab und baue nur Gebäude, die mehr Ressourcen produzieren, also mehr Ressourcen produzieren. Das hatte ich an Tag 2 der Quantum Incursions der letzten Saison gemacht. Genau. Und ich kann euch jetzt hier auch die Karte von Tag 3 zeigen. Das ist, glaube ich, die nächste Karte, die dann folgt auf diese Karte. Leider ist sie exakt gleich, glaube ich, wie die erste oder die erste Karte der ersten Saison. Ich habe da mir schon ein bisschen erhofft, dass da ein bisschen mehr Varianz drin ist. Bisher leider nicht. Also theoretisch wäre es ja sehr einfach, hier diese Linien irgendwie anders zu ziehen und dann andere Aufgaben dort festzulegen. Genau, aber das ist jetzt, glaube ich, exakt das Gleiche. Und wenn die nächste Karte dann so aussieht bei mir, ja, dann bestätigt sich das. Genau, das müsste die zweite Karte sein, mit der wir hier an Tag 3 gerade begonnen hatten. Ja, im Moment sind zwar so auf ungefähr der gleichen Geschwindigkeit, denn das ist ja hier jetzt noch Tag 2 und der Boss ist noch nicht besiegt. Genau, vielleicht sind wir ein bisschen schneller tatsächlich diese Runde, weil das ist ja der erste Knoten, den wir erst an Tag 3 erreicht hatten. Ich weiß allerdings nicht. Ich glaube, ich habe das
erst am Abend gemacht, den Screenshot. Ja, generell gibt es ja hier dieses Garnisonsfeld. Das muss ich erstmal verstehen, wie das funktioniert. Oder auch die Güterfelder. Kommen wir auch später noch zu. Ich dachte, ich hätte dazu zu allem Screenshots gemacht. Dabei sehe ich die jetzt gar nicht. Weil ich die immer verpasst habe. Stimmt, ich habe die immer verpasst, wie genau die funktionieren. Genau, ich war dann hier online, habe ein bisschen gekämpft und als ich das nächste Mal online war, waren wir, glaube ich, hier und dann, wo ich das nächste Mal wieder online war, waren wir, glaube ich, schon beim Boss oder so. Und deswegen habe ich immer diese Felder verpasst, wo was anderes gemacht wird, außer zu kämpfen. Bis zu einer späteren Karte, wo ich es dann doch mal miterlebt habe. Auf jeden Fall, ich glaube, die Güterkarte habe ich noch gar nicht wirklich gesehen, was man da machen muss. Oder die Güter, den Güterknoten. Oder? Ja, doch, ich glaube, ich habe hier einen Güterknoten. Ja, doch, doch. Habe ich später. Zeige ich euch später. Genau. ja, gekreuzte Schwerter ist klar, da muss man kämpfen. Es gibt blaue und rote gekreuzte Schwerter. Und dann gibt es noch diese Garnisonen und diese Bosse. Oder auch noch Lieutenants, die dann so aussehen wie Ritter. Auch da überall kämpfen. Es ist also auch sehr kampflastig. Genau, Pi, ich hab's später erst auf einer späteren Karte, dass ich da einen Screenshot habe. Hallo Murmeltier. Hallo. Genau, und ich habe hier rausgefunden, was diese Burgen sind. Und zwar haben die Burgen Verstärkungen, also die verstärken den Boss. Und zwar nicht zu wenig. Die sind wirklich sehr mächtig, diese Burgen. Denn dieser Boss hier am Ende hatte plus 200 Angriff und Verteidigungskraft, wenn man die Burgen nicht besiegt hat. Und mit jeder Burg hat er 100 Angriff und Verteidigungskraft verloren, also zusätzliche Angriff und Verteidigungskraft. Und dadurch ist er natürlich erheblich einfacher zu besiegen geworden, nachdem man die Burgen geschafft hat. Das heißt, diese Garnisonen, die sind vermutlich recht wichtig. Wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt mit den Boosts, die man in der Quantum Incursion bekommen kann. Und dazu gibt es ja auch Neuigkeiten, wozu ich später hoffe, noch zu kommen. Genau. auf jeden Fall waren die zumindest hier in dieser ersten Saison sehr wichtig. Wahrscheinlich auch die nächste Saison wird es noch sehr wichtig sein, dass man die zuerst besiegt und dadurch den Boss erheblich leichter macht oder man einfach hier sehr viele Verluste in Kauf nimmt und dafür sich hier Kämpfe spart. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, bei plus 200 Angriffs- und Verteidigungskraft lohnt es sich durchaus, die hier kaputt zu machen. Dann haben wir hier eben noch die Farbunterschiede Rot und Blau. Das wirkt sich nur auf die eigenen Boni aus. Man kann Boni haben für den Angriff und man kann Boni haben für die Verteidigung der angreifenden Einheiten sozusagen. Rot wäre dann eben ein Bonus für den Angriff der angreifenden Einheiten und blau eine Verteidigung für die verteidigenden Einheiten. Und egal wie viel Verteidigung man hat, glaube ich mich zu erinnern, es wäre jetzt egal an der Stelle, wenn man jetzt hier kämpfen würde, weil die zählt nicht. Es zählt hier bei dem Roten nur der Angriff. Also der eigene Bonus, den man im Angriff hat. Wo man Bonus bekommen kann, ist ja aktuell hier nur in der Stadt, indem man sich in seiner eigenen Stadt dann im Laufe der Zeit Dekorationen baut und dann hier zum Beispiel plus 5% Verteidigungsbonus, plus 10% Angriffs- und Verteidigungsbonus aufbaut. Oder hier plus 5% Angriffsbonus. So, ich sollte das hier mal einsammeln, wobei in 10 Stunden um 2 Uhr werde ich bestimmt nicht wach sein, deswegen kann ich mir auch noch Zeit lassen. Es ist 2:30 Uhr. Ist richtig 2:30 Uhr oder habe ich gerade einen Denkfehler? 8 Stunden sind ja. War ja immer 24 Uhr. Genau.
Genau, deswegen kann ich mir noch Zeit lassen mit dem Einsammeln. Gut, dann gibt es noch was zu diesem Bildchen zu sagen? Zu den Erkenntnissen des Bildchens. Ich lese mal noch mal im Discord nach, ob ich dazu noch was geschrieben hatte. Nein. Gut, also dann habe ich meine Stadt weiter ausgebaut. Ich habe hier mehr von diesen Stufe 2 oder diesen besseren, verbesserten Produktionsgebäuden und mehr von den Villen aufgestellt und eben auch eine Produktionsstelle, eine Kaserne für leichte Einheiten. Die habe ich gewählt, weil es davon nicht so viele gab. Also es gab nicht so viele, die leichte Einheiten gewählt haben in der Allianz. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, dass es wirklich wichtig sei, dass man das verteilt und jeder irgendwie eine Aufgabe übernimmt, was die Güterproduktion und die Einheitenproduktion betrifft. Aber wie wir später sehen werden, das ist gar nicht so relevant. Genau. Von daher ist es, glaube ich, mehr zu empfehlen, dass man wirklich mindestens eine Truppe wählt, mit der man echt gut kämpfen kann und vielleicht noch eine zweite, wo man dann sagen kann, okay, die wähle ich jetzt zum Wohl der Gilde. Genau. Also würde ich eher sagen, dass man so vorgeht. Bei den Gütern genauso. Man sollte, glaube ich, ein Gut wählen, das einfach wenig Platz in der Stadt wegnimmt und vielleicht das zweite Gut irgendwie zum Wohl der Gilde. Könnt ihr euch überlegen, wie ihr damit umgeht. So wirklich festgelegt hätte ich mich jetzt an der Stelle noch nicht. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich wichtig, dass man tatsächlich alles gleichmäßig verteilt hat in der Gilde. Die verschiedenen Produktionen von Gütern und Einheiten. Genau, mehr gibt es hierzu eigentlich auch nicht zu sagen. Hier kommt dann die dritte Karte, die dritte Schwierigkeitsstufe. Das sind alles so, ich habe den Laptop abfotografiert und danach noch ein bisschen zugeschnitten. Deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, diese Screenshots. Aber das war halt nicht, ist halt nicht mein Laptop und da hatte ich auch keine Verbindung zum Discord. Ich habe das dann mit dem Handy fotografiert und dann übers Handy ins Discord gebracht. Genau. Ja. Das mit dem Chat haut jetzt wieder hin, ne? Keine Überlagerung. Ja, ich hatte da versehentlich einen zweiten Chat noch an. Den kann ich, glaube ich, entfernen. Den brauche ich gar nicht mehr. Genau, da hatte ich ja beim letzten Mal so ein Problem beim Stream. So, das ist die dritte Karte. Auch hier wieder ein Boss. Hier ist dieser Lieutenant, dieser Ritter, von dem ich schon gesprochen habe, ist aber alles auch Kampf. Hier sind wieder Güterspenden. Hier sind Vorräte und Münzspenden. Kommen wir später noch zu. Und diese Talismanartigen, münzartigen Dinger sind Bonusse, Boni, die man sich selber holen kann. Und zwar gab es hier, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es vielleicht im Discord aufgeschrieben. Ja, später habe ich es aufgeschrieben. Okay. Müssen wir vielleicht nicht jeden Screenshot durchgehen. Diese Dinge gaben, glaube ich, muss noch mal kurz drüber lesen. Ja. Okay, ja, okay. Haben wir später. Ich öffne es vielleicht gleich mal. Dann muss ich hier nicht jeden Screenshot öffnen, weil es sind auch nicht alle so wirklich wichtig. Genau, diesen Screenshot öffne ich noch. Denn das ist das, was es bringt. Hier so ein Münzknoten, genau. Die sind halt hier neu auf dieser Karte und die bringen der eigenen Armee, der eigenen Gilde plus 25 Bonus auf Angriff und Verteidigung. Und da das hier ein blauer Boss ist, zählte dann wiederum nur der. Ne, der zählt. Die zählten, glaube ich, beide. Die zählten, glaube ich, tatsächlich beide. Trotz dessen, dass es ein blauer Boss ist, aber die Angriffskraft auf der Stadt zählte, glaube ich, nicht. Da zählte nur die blaue.
Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, dass hier beides zählte, oder ob es tatsächlich so auch vorgesehen ist. Auf jeden Fall ist es hier zusätzlich 25% gewesen und bei dem anderen Münzknoten genauso. Das heißt, nachdem wir diese beiden Knoten eingenommen hatten, hatten wir dann plus 50% Angriffskraft auf allen weiteren Knoten. Also das war ja hier nur der Boss, aber hätte man diesen Knoten noch nicht eingenommen gehabt, hätte man auch die 25%, die man sich hier holt, für diesen Knoten einsetzen können. Beim Wechsel auf die nächste Karte, die vierte Karte, waren diese Boni dann allerdings wieder weg. Das gilt also immer nur für eine Karte. So, und das sind hier zusammengerechnet auch nur 50%. Und der Boss hatte, glaube ich, eine Zusatzstärke von auch nur 50 oder sowas. Von daher war das hier mit den Münzen aus meiner Sicht gar nicht so notwendig, dass man hier hätte diese Sektoren wirklich noch erobern müssen. Denn 50% zusätzliche Angriffskraft ist nicht so entscheidend wie 200% zusätzliche Verteidigungskraft, die der Boss der vorherigen Karte hatte. Ja, also diese Garnisonen aus der vorherigen Karte waren durchaus wichtiger als diese Münzen aus dieser Karte. Insbesondere da das ja dann eben sofort wieder verfällt auf der nächsten Karte. Also man hätte halt, wie gesagt, ein bisschen cleverer vorgehen können und erst den Slot holen können, erst diesen Knoten holen können und dann hier hätte man bei dem auch noch 25% Bonus gehabt und dann bei dem auch, die man sich über den schon geholt hat und dann beim Boss die 50%. Diese Garnisonen hingegen gelten ja nur für den Endboss, die wir vorher schon gesehen hatten. Ich öffne es nochmal kurz. Diese hier. Die galten nur für den Endboss. Also nur dem hat das einen Bonus abgezogen. Für die anderen Knoten war das egal. Das hier ist permanent für die ganze Karte. Und beim Kartenwechsel dann eben leider auch wieder weg. Gut. Okay. Nächste Erkenntnisse. Nächste Erkenntnisse. Öffnen wir nochmal in der Stadt. Zu dieser Zeit, na, entwickelt sich weiter. Ich habe angefangen, Triumphbögen zu bauen, weil die effektiver sind als die Badehäuser und die Amphitheater, um eben auch mehr Bevölkerung reinzubekommen. Ich habe angefangen, Villen zu bauen. Ich glaube, das sind Villen. Und ja, versucht die Stadt weiter zu entwickeln. Klar. Um mehr Ressourcen zu bekommen, eben um damit dann mehr Einheiten zu produzieren oder eben auch Güter bei den entsprechenden Knoten. So, dann die nächsten Karten beziehen sich oder die nächsten Screenshots beziehen sich alle auf diese Karte und auf diese beiden Münzen hier. Hier ist nochmal eine Stadtkarte. Noch mehr, einfach noch mehr Triumphbogenbögen gebaut. Hier mal die Einheit gewechselt, die ich produziert habe. Und von den Einheiten ein paar nachproduziert. Hier jetzt auch schon angefangen, Ziegenfarmen zu bauen, um die Stadt eben noch besser zu machen. Nur wunderte ich mich eben immer an den Stellen, wenn ich jetzt gebaut habe und umgerüstet habe, meine Villen aufgebaut habe und die vorherigen Häuser dafür gelöscht habe, irgendwie brauchte ich trotzdem immer viel, viel, viel zu viel Zufriedenheit, um diese Einwohner zufriedenzustellen. Da kam auf jeden Fall schon Verwunderung auf an der Stelle. Ich hatte dann immer erwartet, okay, das reicht. Ich hab irgendwie gerechnet, dachte so, okay, das reicht dann, was ich an Zufriedenheit habe. Und dann 10 Stunden später stelle ich fest, oh, irgendwie reicht das nicht. Die Bevölkerung ist wieder unzufrieden und ich muss noch ein Amphitheater bauen oder irgendwas abreißen oder sowas. Ja, tatsächlich gab es da einen Bug. Komme ich später noch zu.
Okay, das ist das, was Pi auch schon angesprochen hat oder angeschrieben hat im Chat. Mit diesem Bug. Ja, komme ich nicht nur später dazu, komme ich jetzt nämlich gleich dazu. So, denn ich habe nämlich hier mal meine Stadt genauer angeguckt. Hier sind jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4. Ah, und das war, glaube ich, die fünfte Villa. Also ich hatte fünf Villen. Fünf Villen haben 200 Einwohner. Das sind dann zusammengerechnet 1000 Einwohner. Und wenn man dann in der Stadt den Bonus haben will, den Produktivitätsbonus haben will, 150%, dann konnte man ja auf der... Na, ich muss mal eben diese Übersicht raussuchen. Es gibt hier so eine Übersicht, genau. Ich gehe mal hier auf die Seite von BePlaced. Und Mark, kann man ja hier sehen, also um diese 150% Produktionsbonus zu bekommen, braucht man 200% oder mehr Zufriedenheit. Ja, macht aus meiner Sicht bei 1000 Einwohnern eben 2000 Zufriedenheit. Stellte sich raus, ich hatte 4050 Zufriedenheit. Ich hatte aber aber das mit den Einwohnern haute nicht hin. Also ich hatte schon erheblich mehr Zufriedenheit, als ich eigentlich brauchte. Mehr als doppelt so viel. Es hat aber behauptet, dass ich... Moment, Demand for Euphoria, 1700 und Additional Euphoria, also was ich zusätzlich habe, sind halt hier nochmal 650 mehr. Aber eigentlich hätte ich nur den Demand für 1000 gehabt, weil ich habe ja 1000 Einwohner. Ne? Deswegen habe ich mich schon gewundert, warum steht hier 1700? Ja, irgendwie war es komisch. Und nachdem ich da ein bisschen genauer geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass es anscheinend daran lag, dass die Einwohnerzahlen nicht wieder abgezogen wurden. Also die Einwohnerzahlen von allen Gebäuden, die vorher schon aufgebaut waren und die ich gelöscht habe, die wurden weiterhin aufgeschlagen auf meine Gesamteinwohnerzahl, obwohl die Häuser gar nicht mehr standen. Und dadurch hatte ich einfach ein viel, viel größeres Zufriedenheitsbedürfnis, als ich tatsächlich eigentlich gebraucht hätte. Hinter dem Bogencamp ist eine zweite, ein weiteres, ein weiterer Triumphbogen, den ich da aufbaue. Genau, das ist das hier. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ich nehme an, das lag daran, dass die gelöschten Gebäude nicht wieder abgezogen wurden. Die wurden zwar wieder abgezogen, was den Bedarf angeht, also man konnte dann keine zusätzlichen Produktionsgebäude davon bauen, glaube ich. Wobei, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die abgezogen wurden. Aber der Zufriedenheitsbedarf stieg halt immer weiter. Ja, genau. Dieser Fehler scheint behoben zu sein, muss ich dazu jetzt sagen. Denn jetzt in meiner Stadt habe ich 1, 2, 3, 4 von diesen kleinen Häuschen, die je 50 Einwohner haben, und zwei von den mittleren, die je 100 Einwohner haben, macht zusammen 400. Das heißt, macht das zusammen 400? 50, 50, also 100. Oder ich verstehe diese Anzeige nicht so richtig. Ist bei mir nicht der Fall. Hab das Problem in Saison 1. Es ist mir nicht aufgefallen. Da hatte... Ach so, du hast das Problem nicht? Josie hatte das Problem?
Kann natürlich sein, dass es nicht alle haben. Jetzt hast du das Problem. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht verrechne, habe ich das Problem nämlich auch gerade. Weil ich habe doch nicht 600 Einwohner. Oder? Die haben jeweils 100. 100, 100 sind 200. 250, 300. 350, 400. Ich habe 400 Einwohner. Also nicht 400 zusätzliche Einwohner. Eigentlich habe ich insgesamt nur 400 Einwohner. Und dann müsste doch Demand for Euphoria 400 sein. Ich habe allerdings. Ich habe heute Morgen zwei von diesen Rooftile-Haus abgerissen. Und ich habe gesehen, wie hier abgezogen wurde. Und ich hatte null. Ich hatte null. Ich hatte null. Und dann habe ich die Cottages gebaut für die Villen als Ersatz. Und jetzt habe ich 400. Obwohl die nur 200 Einwohner herstellen. Produzieren. Also irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht, was die Einwohner betrifft. Dadurch braucht man halt auch also viel, viel mehr Zufriedenheit. Und man hat zu viele Einwohner übrig. Man weiß gar nicht, was man mit so vielen Einwohnern anfangen soll. Und produziert gleichzeitig zu wenig Geld, weil man ja nicht so viele Häuser stellen kann, weil man ja dann immer mehr und mehr Zufriedenheit braucht. Und das ist ein gewaltiges Balancing-Problem am Ende, dass ich eine immense Menge an Vorräten hatte. Das sieht jetzt noch nicht danach aus, aber nachher hatte ich irgendwie, ich glaube, 800.000 Vorräte irgendwann und dann sind mir ständig die Münzen ausgegangen. Aber ich konnte ja nicht mehr und mehr Münzgebäude bauen, weil ich ja immer eben auch mehr und mehr Zufriedenheitsgebäude brauche. Genau, also ich hatte dann tatsächlich auch recht viele Villen aufgestellt. Kommen wir mal noch später zu. Und dann auch gleichzeitig recht viel Zufriedenheitsgebäude, also Triumphbögen. Guck mal, hier unten ist der letzte Screenshot. Das ist so eins der letzten Bilder meiner Stadt. Ihr seht, sechs Triumphbögen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Villen. 8 Villen machen 1600 Einwohner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja. Machen 1600 Einwohner, also eigentlich 3200 Zufriedenheit. Ein so ein Triumphbogen bringt, glaube ich, über 600. Ja, eben nochmal gucken. 675 sogar, fast 700. Ja, theoretisch brauche ich da nicht. Ein Problem mit den ganzen Fenstern hier. Theoretisch brauche ich da nicht 6 von. Oder 600. 600 sind ja theoretisch 3 Villen. Ja. Und bei 8 Villen brauche ich eigentlich 3 Triumphbögen für 100% und 6 Triumphbögen für das Doppelte. Und dann habe ich immer noch diese 75 obendrauf, die ich für was anderes einsetzen kann, wie zum Beispiel die Dekoration dann. Ne? Aber ich brauchte tatsächlich diese zusätzlichen Triumphbögen auch noch, um diese Pseudo-Einwohner zu versorgen, die ich eigentlich gar nicht habe. Und ich nehme an, dass erzeugt werden die, wenn man Gebäude löscht. Denn später ist mir das Problem nicht mehr aufgefallen. Also ich habe dann zusätzliche Villen bauen können und habe dann aber auch nur die Einwohnerzahl der Villen dazu bekommen.
und nicht noch zusätzliche Einwohner. Ja, also kam nichts Sonstiges mehr zu, nicht mehr hinzu. Aber wenn man ein Gebäude löscht, dann ist hier irgendwie ein Fehler vorhanden, dass er dann Pseudo-Einwohner erzeugt, die eigentlich gar nicht da sind. Ja, aber man kriegt leider nicht die Münzen für die Einwohner und so viele Vorräte braucht man halt nicht, dass man diese ganzen Einwohner verbrauchen kann. Naja, auf jeden Fall unschön und leider anscheinend noch nicht behoben. Okay. So, was habe ich noch rausgefunden? Genau, das hier ist eine, ist die vierte Karte gewesen. Die sah dann so aus. Hier gab es die Güter. Und das kann ich euch auch zeigen, wie das dann aussah, das Fenster. Das ist Güterspenden. Genau. Also man kann hier seine in der Quantumstadt produzierten Güter spenden, die man dort hat. Was ich noch gar nicht geguckt habe, ist, ob die Güter erhalten geblieben sind aus der letzten Saison. Nein. Ich habe wieder 20. Ist man mit 20 gestartet oder mit 10 pro Gut? Weiß ich nicht mehr genau. Würde fast eher sagen, dass man 10 hatte. Hat man jetzt in der zweiten Saison 20? Okay. Aber auf jeden Fall haben sie sich zurückgesetzt und sie sind alle wieder auf dem gleichen Niveau. Ich hatte die ja alle verspendet quasi in der letzten Saison. Das heißt, die erneuern sich wieder oder setzen sich wieder zurück. Nicht so wie die Scherben. Die bleiben halt über die Saisons erhalten. Ja, die Güterspende sieht halt so aus, dass man eigentlich alle Güter spenden kann. Also es ist gar nicht relevant, welche man jetzt hier produziert. Man ist nicht darauf angewiesen, dass an jeder Gilde alles produziert wird. Man kann halt genauso jetzt hier nur Wolle spenden oder sowas, ja. Den Nachteil, den man jetzt hier hätte, wenn man nur Wolle spendet, ist, dass man diesen Mal-2-Bonus nicht kriegt, den man kriegen würde, wenn man Eisen oder Ebenholz spendet. Dann kriegt man halt eine also die doppelten Preise und die doppelten Fortschritte. Ist natürlich nett, aber ich glaube, am Ende ist es relevanter, dass man die Stadt effektiv nutzen kann. Und dann ist es, glaube ich, relevanter, dass man kleine Güterproduktionsgebäude hat oder kleine Kasernen oder Einheiten, mit denen man gut kämpfen kann, als dass man von jedem alles hat. Ich habe ja hier noch nicht ausgewählt, weil ich es bisher noch nicht gebraucht habe. Können wir jetzt mal vielleicht gleich machen. Weil man muss ja auswählen, welche Produktionsgebäude man nutzen möchte. Tatsächlich ist es hier in der Gilde gerade sehr einheitlich verteilt. Und die sind ja unterschiedlich groß, diese Gebäude. Kann man ja dann in seiner Hauptstadt gucken, weil hier sieht man das ja jetzt leider gerade gar nicht. Aber man kann ja in der Hauptstadt gucken, sollte man jetzt nicht gerade noch in der Bronzezeit sein, dann sieht man das ja leider noch nicht. Aber man sieht ja hier in der Eisenzeit dann die Produktionsgebäude der Eisenzeit, die keine Ahnung, was das jetzt war. Close, ja, also Weberei oder sowas, ja. Auf Deutsch, weiß ich nicht genau, wie die Gebäude übersetzt wurden. Die hat eben 4x3, 4x4, 3x3, die Eisenmine 3x4 oder 4x4. Ja, und 4x4 ist natürlich sehr groß. Würde halt viel Platz wegnehmen. Hat man halt dann einen Vorteil in dem Moment, wenn man hier spenden kann. Aber der Eisenproduzent, ne, den könnte ich jetzt hier auch spenden und der hat eben nur 3x3 Größe. Ja, und deshalb würde ich jetzt an der Stelle auch ein bisschen egoistischer vorgehen bei der Auswahl. Und sagen, ich nehme so ein kleines Eisenproduktionshäuschen, ist tatsächlich auch noch nicht so viel vorhanden. Und vielleicht das Edelsteingebäude, weil das war 3x4. Dann wähle ich das einfach, die sind recht klein und falls ich sie baue, falls ich sowieso... Ah, okay. Falls ich überhaupt
Ja, Engel sagt, wir hatten 10 pro Stück. Ich würde auch sagen, wir hatten 10 pro Stück. Meinst du, das ist eine Feedback-Sache, dass es mehr... Ich glaube nicht, dass es Feedback ist. Also vielleicht ist es ja pro Saison 10 mehr oder so. Ich weiß es nicht. Dass man schneller vorankommt. Noch ist es nicht zu spät. Seht ihr gar nicht richtig hinter dem Chat. Guck doch, hast du das im Discord gepostet, was man hatte? Ach nee, Änderung. Alle Quantengüter von 10 auf 20 erhöht. Und die Ressourcen von 100.000 auf 150 bzw. 10 auf 15.000. Okay. Die Kosten für den Kauf von Feldern wurde vergünstigt. Die Produktion im Rathaus wurde von 22 auf 20 Stunden verkürzt. Ah, ist relativ wurscht. So deckt es sich halt mit zwei Produktionszyklen. Mit zwei der anderen Produktionszyklen. Aber ist relativ wurscht, weil eigentlich lockt man sich wahrscheinlich zweimal am Tag für die Quantum Incursion Abholung der Güter ein. Also das dritte Mal habe ich zwar einmal geschafft, aber auch nur, weil ich im Urlaub war. Sonst ist es, glaube ich, unrealistisch, dass man das schafft. Dass man dreimal am Tag abholen kann. Aber an sich ist es, glaube ich, ganz gut, dass sie gesagt haben, wir machen einen 10-Stunden-Zyklus und keinen 12-Stunden-Zyklus, weil der 12-Stunden-Zyklus, der verschiebt sich halt immer. Der wird halt dann immer später und immer später und irgendwann schafft man es nicht mal, den zweiten Zyklus einzusammeln oder die zweite Ernte einzusammeln. Und macht sie dann erst am nächsten Morgen und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weniger als 12 Stunden auf jeden Fall zu machen für so einen. Für so eine Produktion. Stufen 6 bis 8 wurde reduziert. Habe ich ja noch gar nicht gekämpft mit meiner Gilde, leider. Festungen hatten auf Level 2 falsche Werte. Auf Level 2. Das ist das, worüber ich gesprochen habe, denke ich. Über diese Karte hier, wo die beiden Festungen 100% Bonus gegeben haben, dem Boss. Wenn die falsche Werte hatten, sollten die vielleicht gar nicht so viel Bonus geben. Dann ist es vielleicht doch nicht so relevant, die zu bekämpfen. Werden wir vielleicht dann jetzt sehen, wenn wir im zweiten Level angekommen sind. Okay. Die Villa bietet jetzt Platz für 150 statt 200 Einwohner. Was die Sache der Euphorie weniger belastet? Was soll das denn? Die haben einen Fehler in der Programmierung. Nicht einen Fehler in den Villen. Es werden zu viele Einwohner angezeigt. Es gibt Pseudo-Einwohner, die es gar nicht gibt in der Stadt. Das ist das Problem. Nicht, dass sie zu viel Einwohner geben. Das ist doch nicht das Problem. Jetzt haben sie die Einwohner reduziert. Was ist das für ein Unfug? Okay. Da ist ein Fehler in der Programmierung. Das ist definitiv nicht das Problem mit den Villen. Wird jetzt versucht, was zu beheben an der Einwohnerzahl der Gebäude, was ein Fehler in der Programmierung sein muss. Komisch. Also äußerst, äußerst seltsames Vorgehen hier. Ja, also ich habe keine Villa. Ich habe keine Villa und ich habe jetzt schon Probleme mit den Einwohnern, dass mir Pseudo-Einwohner angezeigt werden, die ich gar nicht besitze. Also, das ist grober Unfug, was sie hier gemacht haben. Sehr grober Unfug.
Also ich soll noch 400 Einwohner übrig haben. Rechnen wir mal. Ich hab, wie gesagt, insgesamt 600 Einwohner habe ich gerechnet, ne? 100, 200. Quatsch, ich habe nur 400 Einwohner. Ich habe 400 Einwohner. Ich habe doch Produktionsgebäude, die brauchen zusätzliche Einwohner, damit die produzieren können. Ich habe hier zwei Schneider und eine Ziegenfarm. Die brauchen 100 und 2x50 Einwohner. Das sind 200 Einwohner, die ich hier gerade verbrauche. Und ich soll trotzdem noch meine gesamte Einwohnerzahl übrig haben? Sind die dumm oder so? Also was ist das denn? Also das ist ja wirklich richtig enttäuschend. Was ist das? Haben Sie den Fehler nicht verstanden? Oder haben die Leute, die einstellen können, wie viel Einwohner man hat, jetzt irgendwie versucht, eine schnelle Fehlerbehebung zu machen, sodass es nicht der Fehler sich nicht ganz so schlimm auswirkt? Aber ich lösche ja auch keine Villen. Villen, wenn man einmal Villen hat, ist ja gut. Dann löscht man die ja nicht mehr. InnoLogic, ja. Also das ist ja. Die hatten nur 3 Tage Zeit. Nee, also den Fehler habe ich schon früher gemeldet. Und sie haben gesagt, sie haben geantwortet, der Fehler ist ihnen bekannt. Also vielleicht war meine Beobachtung nicht korrekt. Das kann natürlich sein. Meine Beobachtung war ja, oder meine vermutete Beobachtung, weil so richtig beobachtet habe ich es ja nicht, war ja, dass die gelöschten Einwohner einfach da geblieben sind. Jetzt glaube ich das nicht mehr so richtig, denn ich habe ja jetzt zwei von den einfachen Häusern gelöscht. Ich habe zwei von denen gelöscht und dafür zwei Cottages gebaut. Die gelöschten, also wenn ich jetzt alle, die jetzt hier zusammenrechne, plus die gelöschten dazu, hätte ich ja trotzdem nur 500 Einwohner. Und hier steht aber, ich habe 400 übrig. Dabei sind 200 in den Farmen. Und insgesamt habe ich nur 400 Einwohner. Das heißt, die Beobachtung kann nicht richtig sein, dass sich die gelöschten, dass die gelöschten da geblieben sind. Hallo Marco. Die antworten immer, sie kennen den Fehler. Es kann natürlich auch sein. Der rechnet die 9 doppelt. Das scheint es eher zu sein, Pi. Weil ich hatte ja, nachdem ich die gelöscht habe und die noch im Aufbau waren, hatte ich 0 Einwohner. Da hatte ich diese vier Rooftile-Houses. Die vier Rooftile-Houses geben zusammen 200. Und ich brauche für die Farmen hier 200. Ja, einmal die Ziegenfarm und die beiden Schneider. Das sind 200. Und da hatte ich 0 Einwohner. Und dann wurden die aufgebaut und jetzt habe ich plötzlich 400. Obwohl die nur 100 Einwohner geben. Das heißt, die abgerissenen und an den Stellen neu aufgebauten Gebäude haben doppelt so viele Einwohner, wie sie eigentlich haben sollten. Geben aber nicht doppelt so viele Münzen. Das wäre ja dann auch okay. Dann hätten sie zwar einen Fehler drin in der Programmierung, aber es würde sich nicht ganz so krass scheiße auswirken. Okay. Ich muss mir mal eben Wasser holen. Ich bin gleich zurück. Es hat hier auch gereicht. Genau, in dem Geburtstagsevent, was als nächstes kommen wird, da liegen dann so Geschenke in der Landschaft herum. Aber die werden natürlich auch erst dann aktiviert, wenn das Event startet. Und dann kann man erst diese Geschenke einsammeln und nur in den Geschenken ist die Eventwährung drin. Das heißt, da braucht man, also es macht halt keinen Sinn vorher
Ereignisse liegen zu. Vielen lieben Dank für das Sub. So, da bin ich schon wieder. Du hast 100 Einwohner zu viel. Du willst ein Haus löschen und es sagt dir... Sorry, du hast gar keine Einwohner. Ja, ja, vielen Dank, Inno, für diesen letzten Anstrich. Auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Also, das ist ja wirklich absurd. Ja gut, okay. Vielleicht haben sie einfach den Fehler nicht gefunden, konnten ihn nicht schnell genug beheben. Vielleicht ist der Fehler irgendwie gravierender, wer weiß was. Und das ist jetzt ihre Lösung dafür. Naja. Naja. Okay, also ich bin ja selber Programmierer und manchmal müssen Fehler schnell behoben werden und... Möglich. Das scheint mir jetzt auch nicht so kompliziert zu sein, aber wer weiß. Vielleicht ist das ja doch komplizierter, als man vermutet. Auf jeden Fall ist ja die Ursache, oder meine Vermutung, was die Ursache ist, ja nicht so richtig gewesen. Dass die gelöschten Einwohner übrig bleiben. Okay. Nee, jetzt stellt es sich, wie gesagt, eher so dar, als wenn die Einwohner des neu erbauten Gebäudes doppelt zählen. So. Das hat jetzt hier natürlich die negative Auswirkung, dass meine Zufriedenheit nicht hinhaut. Denn eigentlich habe ich ja hier 150, 150, 150, 150. Zufriedenheit, das sind, wenn ich das alles zusammenrechnet, 600. Und hätte ich jetzt hier 100, 200, 100, 200, 300 Einwohner, dann würde es ganz genau aufgehen mit der Zufriedenheit. Aber, also weil ich dann die doppelte Zufriedenheit habe, aber da ich angeblich 600 Einwohner habe, habe ich natürlich nur die Hälfte der notwendigen Zufriedenheitsgebäude gebaut. Absurd. Kann ich auch überhaupt nichts dran machen? Ich kann nicht mal zwei Häuser löschen oder drei? Naja, theoretisch kann ich alle löschen, weil angeblich geben die beiden mir ja jeweils 200 Einwohner. Aber stimmt ja nicht, funktioniert ja nicht. Ist ja nicht der Fall. Also mein eigentlicher Plan war, wenn die aufgebaut sind, lösche ich zwei weitere von diesen Rooftal-Häusern, weil ich habe ja immer noch genügend Einwohner für meine beiden Gebäude, wenn ich 100, 200, 300 Einwohner habe aus den zwei Cottages und zwei Rooftal-Häusern. Das war mein Plan, aber das würde ja nicht mehr reichen jetzt, wenn ich die lösche. Dann hätte ich ja trotzdem noch zu wenig Zufriedenheit. Aber der Plan ist ja trotzdem sinnvoll, dass ich die lösche, weil ich will die ja umbauen. So. Naja, gut, so richtig sinnvoll war der jetzt nicht, weil in 5 Stunden hätte ich mir Münzen abholen können, die ich jetzt nicht abholen kann, weil ich kann anscheinend keine neuen Cottages bauen. Na doch, wenn ich einsammle. So, jetzt habe ich angeblich noch, wie viel Einwohner? 600? Nee. Nee, hier sind, nee, da sind 200 drin, dann habe ich nochmal, so sinnlos. Was passiert denn jetzt, wenn ich das hier lösche? Es funktioniert. Okay. Aber immer noch zu wenig. Ich habe nur noch zwei Häuschen, die mir angeblich 100 Einwohner geben.
Ich könnte theoretisch auch die beiden noch löschen, weil die habe ich ja auch noch übrig. Kann ja alle Häuser löschen. Braucht ja keine Häuser. Aber dann kriege ich halt keine Münzen mehr. Eno, was soll das? Das ist ein Fehler. Das kann man nicht korrigieren, indem man den Willen weniger Einwohner gibt. Das ist ein Fehler. Also. Okay, sehr, sehr ärgerlich. Gut. Haken drunter. Ich hoffe, sie kriegen es bald auf die Kette und beheben das. So, jetzt kriege ich ja leider immer noch nur 120% Produktivität. Ich hatte auch schon mal einen Fehler, dass ich neu geladen habe und dann war es dann doch korrekt angezeigt. Ja, nee, ist nicht so. Okay, kriege ich nur 120% Zufriedenheit? Ich könnte vielleicht, wenn ich ein bisschen zurechtruckel das Ganze. Kann ich hier noch irgendwie Platz schaffen für ein weiteres Amphitheater? Leider nicht wirklich. Nee, leider nicht. Okay, egal, dann kriege ich eben hier weniger Vorräte, als ich eigentlich kriegen würde, wegen dieses Programmierfehlers. Und kann jetzt noch ein weiteres Cottage bauen. Sogar zwei. Dann kommen wir hier ein Stück weit weiter voran. Ja, theoretisch allein was die Einwohnerzahlen, die da standen, betraf, hätte ich alle Einwohner löschen können. Hätte alle Häuser löschen können und hätte trotzdem noch genügend Einwohner für die Produktionsstätten gehabt. Also diese 200 ausgedachten Einwohner, die wären ja noch da gewesen. Ja, Straße, da hast du recht, Engel. So. Wollen wir schon angebunden lassen. Ja, die leben im Rathaus, genau. Steht aber nicht dran. Die ziehen dann alle, man baut das Haus, dann ziehen sie ins Rathaus ein und im Haus sind auch immer noch welche. Genau, irgendwie so. Okay, So. Können wir das hier nicht irgendwie ein bisschen schöner stellen? Sehr unschön gestellt, finde ich. Ist auch keine gute Lösung dafür. Wenn ich hier noch die Straße verlängern, dann kann ich da Einheiten irgendwann produzieren. Vielleicht. Ich suche mal auch die Einheiten aus. Was auf jeden Fall gute Einheiten sind in der Eisenzeit, sind Ballisten. Die will ich haben. Nicht so wie beim letzten Mal. Da hatte ich keine. Was auch gute Einheiten sind, sind die Fernkämpfer. Das sind eigentlich die besten, die Fernkämpfer und die Ballisten. Die schweren sind auch ganz gut. Mit den Fernkämpfern kann man halt bestimmte... Ja, kann man halt alle schön aus der Ferne wegputzen. Außer bei Reitern. Aber man muss ja auch nicht immer kämpfen. Ich nehme jetzt das. Sind jetzt nicht unbedingt die kleinsten Produktionsgebäude, ne? Das ist ja groß. Die sind halt klein. Aber gut. Okay. Also, wir haben noch eine halbe Stunde. Jetzt habe ich mich hier über diesen Fehler richtig lang ausgelassen. Aber das muss auch mal sein. Also insbesondere, wenn da so eine Lösung kommt. Also das ist ja wirklich mal sowas von enttäuschend. Wenn das jetzt die Lösung da gewesen sein soll für das Problem. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, die beheben den wirklichen Fehler, die wirkliche Ursache auch noch. Es hilft natürlich, dass die Villen dann weniger Einwohner haben, hilft natürlich insofern, dass man nicht ganz so viel Zufriedenheitsgebäude am Ende braucht, weil die zusätzlichen Einwohner braucht man eh nicht. Die sind ja hier nur in der Leiste drin und die kann man ja nicht mehr verwenden.
Ja, also insofern hilft es schon, dieser Quick-Fix. Aber es ist natürlich keine Behebung des Fehlers. Und es ist ja eher jetzt unangenehm und schlecht, weil ich nicht die vollen Güter bekomme. Nachher, im Endgame ist es ja gar nicht mehr so schlimm. Da hat man ja dann schon genügend Produktionskapazitäten, um eben mit Gütern oder zusätzlichen Scherben, die man gewonnen hat, weitere Felder freizuschalten. Also im Late Game ist es gar nicht so ein großes Problem, dass man das bei den Villen korrigieren muss. Naja. Okay. Sei es drum. Also, habe ich hier noch irgendwas Interessantes? Ja, ein Bild habe ich hätte ich noch. Ein Bild hätte ich noch. Ja, eigentlich sogar zwei. Das haben wir uns noch nicht richtig angeguckt. Da hatte ich jetzt, bin ich jetzt nur auf die Güter eingegangen. Aber tatsächlich braucht man hier ja auch Aktionen. Ne? Und die werden dann tatsächlich auch recht schnell verbraucht. Also wenn man hier mal schnell auf Max drückt und Donate, dann hat man ganz schön viele Aktionen verbraucht. Und das Gleiche gilt für das letzte Bild, was ich noch übrig habe. Das ist der Güter- und Münz- oder der Vorräte- und Münzzahlungsknoten. Hier kann man halt schön überschüssige Münzen dann am Ende loswerden. Aber auch hier. Hier war bei mir der Showstopper dann fehlende Aktionspunkte. Und die sind jetzt super zahlreich vorhanden am Anfang. Da weiß ich gar nicht, wie ich die so schnell verbrauchen soll. Also wenn ich jetzt hier kämpfen würde, klar, würde ich ein paar Aktionspunkte immer verlieren. Aber es sind halt auch nur 1700 von 100.000. Aber na, wenn man hier auf so einem mit dem Max-Häkchen irgendwie auf einmal 100.000 überschüssige Münzen ausgibt, ja, dann sind die Aktionspunkte auch ruckzuck leer. Genau, darauf sollte man vielleicht achten, wenn man danach noch was anderes machen will, außer nur die Münzen oder Güter hier zu bezahlen. Ich denke mal, bei dem Armeeknoten, den ich noch nicht live gesehen habe, es gibt nämlich auch einen Knoten. Einen Knoten wie. Wie den hier, aber mit gekreuzten Schwertern drauf. Und da muss man, glaube ich, Einheiten spenden. Aber auch da wird es dann so sein, dass man nicht von jedem Einheitentyp alles braucht, sondern wahrscheinlich wieder so, ja, von den Einheitentypen, da kriegst du halt doppelt so viel, wenn du die zahlen kannst und von den anderen nur einmal so viel. Aber am Ende ist es halt wurscht, du musst nicht von jedem was haben. Du kannst dir also aussuchen, was du produzierst in deiner Stadt und musst dir das in der Gilde nicht aufteilen. Ist ein bisschen schade, finde ich. Weil das eben nicht die Kooperation in der Gilde fördert. Und ich hätte mir das schon gewünscht, dass man dann möglichst viel oder möglichst kooperatives Spiel hier mit reinbaut. Weil am Ende ist es dann doch wieder egal, was man auswählt. Genau. So, andererseits für so eine Minigilde wie für dich und Josie, Pi, für nur, also die beiden haben eine Zwei-Personen-Gilde. Und haben auch Videos gemacht bei YouTube. Könnt ihr mal nachschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Über die Quantum Incursions. Da ist natürlich dann hilfreich, weil man kann ja sonst nur. Ja, sonst fehlt einem ja eine Kaserne oder ein Gut. Genau. Ja, aber. Ja, man könnte ja stattdessen auch irgendwie sagen. Das gilt nur bis 3 Einwohnern in der Gilde oder sowas. Oder ab 10 oder weiß ich was. Naja, wie auch immer. Ja, du bist beim Pass schon sehr weit. Das ist mir aufgefallen. Du hast viel gekämpft. Du hast viel mehr gemacht als ich. Ja, okay. Soweit zu meinen Discord-Erfahrungen. Dann kommen wir mal zu Neuigkeiten.
Also einerseits dachte ich, hätte dazu auch noch Screenshots gemacht, wie ich Sachen abhole am Ende. Wenn, dann habe ich sie nur auf dem Handy. Ja, also man kann am Ende, wenn alles vorbei ist, wenn die Saison vorbei ist, dann kann man diese Truhen hier einsammeln, diesen Quantum Reward. Ich weiß gar nicht, kann man den jetzt hier irgendwie einsehen? Irgendwie nicht, ne? Wo muss ich drauf drücken? Hier? Nee. Keine Ahnung. Vielleicht, weil es noch gesperrt ist. Naja, also diesen Reward kann man einsammeln und man kriegt zwei von den Truhen, die da drin sind, gratis. In den Truhen sind, ja, so lala, nicht so tolle Belohnungen drin. Abgesehen von den Forge-Punkten, denke ich. Die sind natürlich ganz cool, da eine große Menge Forge-Punkte rauszuholen. Und ich habe den Fehler gemacht, weil ich Scherben übrig hatte am Ende, dass ich mir noch eine zusätzliche Truhe geöffnet habe. Oder sogar zwei, ich weiß es gar nicht. Ja, und dann habe ich dann nochmal zusätzlich, keine Ahnung, 300 Güter oder irgend so einen Quatsch bekommen. Und jetzt fehlen mir dafür Scherben in der nächsten Runde. Also sollte man, glaube ich, sehr vorsichtig mit umgehen, mit dem Einsatz der Scherben, um da zusätzliche Truhen zu öffnen. Es lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich. Ja, genau. Das ist die eine Sache. Kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich die Screenshots nicht habe oder nur auf dem Handy habe. Kann ja mal kurz gucken. Ist egal, ich habe es erklärt, ich denke, ist deutlich geworden. Wichtiger ist, was es noch zu wissen gibt, was ich noch nicht angesprochen habe. Und zwar gibt es zwei zusätzliche Gebäude, die helfen in den Quantum Incursions. Das sind diese hier. Es gibt einerseits das Turniergelände. Das kann man in den Gildengefechten bekommen. Ich habe davon auch schon ein paar Scherben gesammelt. Ist egal, zeige ich jetzt nicht. So sieht das Ding aus. Es bringt am Ende 25% auf Angriff und Verteidigung für angreifende und verteidigende Armeen in der Quantum Incursion. Wichtig hierbei ist, das Ding verfällt. Sehe ich das jetzt hier gar nicht? Hier steht's. Das Turniergelände, das steht nur 14 Tage und danach wird es wahrscheinlich so eine Ruine und bringt wieder gar nichts. Danach kann man es löschen. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz cooles Gebäude. Das kann man sich schon mal stellen während so einer Quantum Incursion, um dann eben 25% mehr Angriff und Verteidigung machen zu können. Ich glaube, verkehrt ist das nicht. Und das gleiche gilt hier für diesen vergessenen Tempel. Der ist aber aus meiner Sicht erheblich schwieriger zu bekommen, denn der ist nur in Stufe 5, Stufe 5 der Gildenexpedition zu bekommen. Und da kann man dann wieder ein paar Fragmente sammeln. Ja, also das läppert man sich halt so zusammen. Dafür gibt er eben 50% in der QI. Ist, wenn man den dann übrig hat und gesammelt hat, ist es auch, denke ich, kein schlechtes Gebäude und ganz hilfreich. Pi schreibt, ich glaube, die Siedlungen sind da besser. Genau das ist es nämlich. Das ist nämlich das, was gestern, ich glaube gestern oder vorgestern, als Information von Inno veröffentlicht wurde. Das ist das hier. Ja, genau. Erstmal, es wird eine neue Siedlung gehen. Polynesien heißt die. Also eine neue kulturelle Siedlung. Und es gibt enorme Buffs auf die bisherigen Siedlungsgebäude. Und zwar auch Buffs für die Quantum Incursions.
Und hier seht ihr zum Beispiel, beim Yggdrasil gibt es für die Quantum Incursion permanent 50% zusätzlichen Angriff für die angreifende Armee. Es gibt vom Shinto-Tempel 40% permanent und 20%, also 40% Angriff und 20% Verteidigung. Permanent, nicht für 14 Tage, nicht für ein paar, für 3 Wochen oder was war das andere? 28 Tage. Sondern permanent. In den Quantum Incursions. Es gibt bei Ägypten, bei diesem Badehaus, 20% auf Angriff und Verteidigung für die angreifende Armee. 20% auf Verteidigung und nochmal zusätzlich für Angriff. Ja, also und auch hier beim Sonnentempel und beim Mughal-Tempel, überall ist dieser zusätzliche Quantum Incursions Bonus mit drauf und zwar massiv, also wirklich viele Prozent. Und wenn man da so eine Stadt hat, so eine Hauptstadt, wie ich, in seiner Hauptwelt und das Ding dann irgendwann live geht, dann hat man halt instant diese massiven, ja, ich habe die halt alle auf Maximum Level, ne? Also diese ganzen kulturellen Siedlungsgebäude, Shinto-Tempel, Yggdrasil und so weiter, Mughal, Mughul-Tempel auf Deutsch, die sind halt alle voll ausgebaut auf der Hauptwelt und stehen halt schon und bringen einfach massive Boni. Und ganz ehrlich, ich finde das scheiße. Ich finde das richtig, richtig schlecht. Weil ich dachte nämlich, also was ich gut fand bei den Quantum Incursions, war, dass es so ein Plain Level Field gab. Mal wieder. Dass Leute, die gerade erst mit dem Spiel anfangen oder gerade erst in einer neuen Welt anfangen, genau die gleichen Chancen haben wie jemand, der eine super krasse Stadt hat und schon seit Jahren spielt. Und genau das ändert sich mit der Einführung dieser Änderung. Weil alle, die schon seit Jahren spielen und diese ganzen Gebäude irgendwann mal fleißig hochgelevelt haben, sind halt in den Quantum Incursions wieder super gut. Stehen halt wieder super, super gut da und können viel, viel mehr schaffen als die anderen, die gerade erst eine neue Welt gestartet haben oder gerade erst angefangen mit dem Spiel. Ja, also dieses Plain Level Field, dieser Plain Level Field Effekt ist dann quasi mit einem Schlag ausgelöscht, sofern diese Buffs hier drauf kommen. Ich finde es nicht gut. Fleißige Spieler, die sich das aufgebaut haben, klar, man kann dafür argumentieren, das hat man sich ja alles aufgebaut. Man hat damit monatelang diese Siedlung gemacht. Ist natürlich alles ein mega Aufwand gewesen. Aber trotzdem, es ist halt gegenüber kleinen Spielern unfair, die gerade erst anfangen. Bin ich so krass überbelichtet. mit dem weißen Bildschirmfeld hier. Ja, ich find's nicht gut. Ich find gut, dass sie die Boni hier ordentlich erhöhen. Das sind halt Werte, die sind halt alt, ne? Und es gibt inzwischen so gute Eventgebäude. Und für die muss man sich nicht monatelang anstrengen. Und für diese Gebäude eben schon. Und deswegen ist es sehr gut, dass sie die Belohnungen dort entsprechend erhöhen. Aber man hätte sie tatsächlich für die Quantum Incursions vielleicht auslassen können. Würde ich sagen. Also das wäre aus meiner Sicht fair, weil dann hat man wirklich mal ein Spielelement, wo alle auf dem gleichen Niveau sind. Und ob du jetzt gerade erst anfängst und ein sehr aktiver Spieler bist oder seit Jahren ein sehr aktiver Spieler bist, du würdest dich halt hier im Ranking an derselben Position befinden. Und sofern diese Änderung kommt und die alten Spieler diesen Bonus hinzubekommen, sind die hier oben im Ranking und die neuen, sehr aktiven Spieler sind ganz unten im Ranking. Genau.
die können halt dann nichts dafür. Die werden dann haben dann das Nachsehen, weil sie dann schon wieder, also weil sie erstens am Anfang nicht so heftig mitkämpfen können wie die, die schon fette Boni haben, weil die können ja auch mit ihren Gratiseinheiten kämpfen und kämpfen und kämpfen und verlieren dann hin und wieder mal eine Einheit. Und die, die Boni eben nicht haben, die verlieren ja halt immer die Hälfte und können halt kommen halt lange nicht so weit. Also das ist schon die zweite Entscheidung, die ich nicht gut finde, heute, die ich hier erwähnen muss. Dass die Gebäude verbessert werden, ja. Für Quantum Incursions vielleicht ausnehmen. Also wäre eigentlich meine Empfehlung eher, dass man das rausnimmt und bei Quantum Incursions wirklich ein Plane Level Field schafft, weil diese Zusatzgebäude, die beiden hier, die können sich alle erarbeiten. Und es ist nur ein kurzfristiger Effekt. Klar haben hier diejenigen mit hohen Boni in der GG auch einen Vorteil. Und hier mit hohen Boni in der Gex. Klar, die haben auch einen Vorteil. Die kriegen die Fragmente viel schneller zusammen. Aber das... Oh. Das ist natürlich so auf einen Schlag eine Riesenänderung. Das ist... Da muss man sich das erst noch erkämpfen. Okay. So. Aber die Spieler wollen das nicht, Chris. Wir, die sind GG verwöhnt. Klick, klick, 1000 FP. Da macht diese taktische Mini-FOE mit schlechten Preisen nicht so Spaß. Ja, das macht mir halt Spaß. Das macht mir halt Spaß. Das ist das, warum ich damals mit FOE angefangen habe. Knobeln. Das ist auch das, warum ich zum Beispiel das Halloween-Event letztes Jahr so mochte. Genau, und warum ich die Quantum Incursions auch erstmal gut fand und interessant fand. Auch wenn man mal wieder drüber nachdenken muss, wie man am besten manuell kämpft und so. Ja, naja. So. Kaum ein Top-Spieler hat die Siedlungsgebäude. Die jammern, dass sie es verkauft haben. Die 11 Tage zu wenig. Ja, Pi, das finde ich auch. Kaum hat man seine Stadt so ausgebaut, dass man schön Einheiten und Güter produzieren kann, ist die Saison vorbei. Ich finde auch 11 Tage bisschen kurz, muss ich zustimmen. Wäre auch so eine Sache, vielleicht einfach verdoppeln oder so. Oder 15 Tage so. Vielleicht 15. Weil dann hat man so ein paar Tage, wo man die Stadt auf vollem Niveau hat und dann wirklich, nachdem man fleißig die Stadt ausgebaut hat, raushauen kann und hier richtig schön mithelfen kann, die Karten abzuarbeiten. Genau. Aber 11 Tage ist zu kurz. Das ist, glaube ich, richtig. Also, finde ich vom Gefühl auch. Und ich muss jetzt sagen, ich habe ja die Stadt so... Wann hatte ich sie voll ausgebaut? Auf dem vorletzten Tag? Letzten Tag? Wo ich sie so ausgebaut hatte, wie ich sie... Da, wo ich sie haben wollte, sozusagen, mehr oder weniger. Ja. Naja. Okay. Ja, Guildies. Quantum Incursions. Ist ja schon mal interessant, dass sie von dem Namen Gilden Raids weggegangen sind, weil am Ende ist da so viel Gilde ja auch gar nicht mehr. Ne?
wie wir jetzt sehen können. Klar, irgendwie kämpfen alle Gildenmitglieder bei den einzelnen Stationen mit, aber es ist egal, ob alle Gildenmitglieder irgendwie ein bestimmtes oder dass die Güter gleichmäßig verteilt sind, es ist egal. Es ist egal, dass irgendwie alle Einheiten vorhanden sind. Am Ende ist es doch wieder nur motiviert, eure Gildenmitglieder mitzumachen und dann schafft ihr mehr Karten und kriegt geilere Preise. Ja, das ist dann halt irgendwie alles, was am Ende bei rumkommt. Ja. Ja, deswegen sind es vielleicht auch gar nicht so wirklich Gilden Raids, sondern eher Quantum Incursions. Ja. Weil so viel mit Gilde hat es nichts zu tun. Anders als GVG übrigens. Das hatte doch ganz schön viel mit Gilde zu tun. Da musste man sich schon wirklich gut koordinieren. Und ja, ich muss mal schauen. Wenn man vielleicht ein bisschen weiter noch ist bei den Karten, da gibt es vielleicht noch ein paar Entscheidungen. Ich habe leider diesen Entscheidungsknoten noch nicht gesehen, den es ja auch gibt. Müssten wir hier auch sehen können. Nee, hier. Diesen. Wobei das ja auch nur eine Sache ist, die die Offiziere machen können. Ist halt die Frage, wie man sich da entscheiden kann, muss, darf. Und was man da, ja, ob man sich da irgendwie in der Gilde abstimmen muss. Was denn da tatsächlich gewählt wird. Aber ansonsten ist es relativ wurscht. Ja, Pi, du möchtest GVG nicht. Aber du mochtest GVG nicht. Aber ich mochte GVG. Ich habe ja da meine Tutorials zu gemacht. Das ist ja dann alles für die... Gut, dass ich es ja irgendwann nicht mehr weitergemacht habe, weil es ist ja eh egal dann bald. Ja. Genau, aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Ahnung von all diesen Knoten, was die bedeuten. Den habe ich, wie gesagt, noch nicht live gesehen und auch den nicht. Aber hier wird Einheitenspenden sein. Und der könnte halt nochmal interessant werden. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Der ist dann wahrscheinlich erst ab Karte 6 zu finden oder so. Auf jeden Fall habe ich die noch nicht gesehen. Ja, die Gebäude sind alle toll. Ja, toll, toll, toll. Ja. Was soll man dazu sagen? Okay. Genau, ich habe es jetzt geschafft in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe. UI ist nicht die Zukunft von FOE. Gute Ansätze, aber... Ansätze wirklich gut, aber halbherzig. Ja. Ja, genau. Vermutlich ist es genau das, was du sagst. Es hat echt gute Ansätze. Es ist cool. Ich glaube, es... Also, dieser Auftakt ist halt ganz cool. Na, also, meine Vermutung war ja, dass man vielleicht andere Karten hat. Dass es dann irgendwie sich anders langschlängelt hier. In der nächsten Saison. Dass die Karte anders aussieht, dass man andere Sachen machen muss, andere Aufgaben hat. Dass man hier vielleicht schon einen Entscheidungsbaum hat. Und all sowas ist ja relativ einfach möglich. Das kann man ja sehr einfach gestalten. Das kann man vielleicht sich sogar zufällig generieren lassen von Saison zu Saison. Und das würde halt wirklich ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen. Und wäre, glaube ich, ganz cool. Weil da hätte halt man halt wirklich bei jeder Saison was Neues. Man müsste halt irgendwie einstellen können, ja, dass man halt irgendwie gewisse Begrenzungen hier einsetzt. Das ist halt Karte 1, da dürfen maximal so und so viel Prozent Bonus bei den gegnerischen Armeen verteilt sein. Da dürfen vielleicht bestimmte Knoten noch nicht drin sein. Die gibt es dann erst ab Level oder ab Level 5 oder weiß ich was, je nachdem, wie schwer manche Knoten sind. Aber dass diese Pfade hier immer zufällig generiert sind und die verfügbaren Knoten zufällig dazukommen und sowas. Und all sowas kann man ja theoretisch alles noch einführen. Na klar. Genau. Also die Basis ist, glaube ich, da. Und man kann sowas machen und es ist, glaube ich, ja, ich wünsche mir das. Ich
Ich würde mir das wünschen, dass sich das so entwickelt, weil dann bleibt es halt irgendwie spannend und ist nicht immer wieder das Gleiche. Im Endeffekt ist es natürlich dann trotzdem das Gleiche, aber man muss sich ein bisschen immer anders organisieren, man muss sich die Karte immer wieder neu angucken und wie geht man davor und sowas. Das wäre halt, glaube ich, schon ganz cool, wenn man da irgendwie entweder ganz viele unterschiedliche Karten hat oder die zufällig generieren lässt. Ist ja alles recht einfach möglich eigentlich, programmatisch auch, das zufällig generieren zu lassen. Der Fehler muss raus da. Das ist unerträglich, der Fehler. Die Lösung dafür ist lächerlich. Und die immensen Boni auf die Quantum Incursions. Ja, nicht meins. Kann man machen, ist aber nicht meins. Ja. Auch wenn Daniel meint, wir können kein Classic spielen, glaube ich, dass wir doch noch ein wenig Events spielen. Doch noch ohne, beziehungsweise wenig Events gespielt haben. Ihren Spaß bei der neuen. Was? Aber ein neuer Spieler ist gelangweilt. Pi. Ich bin gerade entweder durch oder kann nicht mehr richtig lesen. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich habe ja Classic noch kennengelernt. Von daher finde ich den Vorwurf nicht so ganz richtig. Ich habe noch manuell alles gekämpft am Anfang. Ja. Ich finde es auch nicht schlimm, dass man hier manuell viel besser abschneidet. Ne? Also diese Begegnung hier können wir ja einfach jetzt noch zeitlich, kriegen wir das noch hin. Danach muss ich Schluss machen. Die kann man halt ohne Verluste abschließen, ja, wenn man sich jetzt hier nicht allzu dumm anstellt. So, ich darf nicht in Reichweite des Bogenschützen kommen. Muss aber irgendwie vor mit meinen Bogenschützen. So, jetzt sollte ich hier den... Ah, kriege ich nicht hin, aber ist auch nicht so schlimm. Wenn er mich einmal trifft, ist nicht so schlimm. Ich kann den jetzt hier schon einmal anschießen und... Den mache ich auch zur Hälfte platt. Eieiei. Ja. Genau, also ich habe damit gerechnet, dass ich den zerstören kann mit meinen Ballisten. Hat nicht geklappt. Hatte ich die falsche Prämisse. Dann hätte ich auch noch darauf achten müssen, dass ich nicht in die Reichweite des Speerkämpfers komme. Gut, ist schiefgegangen, aber wenn man sich nicht so glatt anstellt wie ich gerade, dann kriegt man das hier ohne Verluste hin. Und, ja. Kann das hier halt durchkämpfen. Mit ein bisschen Schaden vielleicht an den Einheiten, aber am Ende ohne eine verlorene Einheit. Wenn man es manuell kämpft, wenn man das gleiche nicht manuell macht, dann hat man meistens ein paar Verluste. Genau. Das klappt nicht, wenn da mehr Artillerie drin ist. Dann braucht man selber mehr Artillerie. Dann geht es auch wieder, das Ganze ohne Verluste zu machen. Aber nicht mit so fernkampflastig. Ne? Da ist es dann natürlich schwierig. Das gerade bei der einen Artillerie war das einfacher. Hier geht es vielleicht auch noch, aber ich bräuchte eigentlich mehr Artillerie jetzt hier, um das zu schaffen. Aber egal. Ja. So viel dazu. Hierzu brauche ich jetzt Aktionspunkte. Ich würde jetzt gerne noch mehr kämpfen, aber es klappt leider nicht, weil ich muss jetzt los. Ich muss jetzt wieder meine Tochter abholen vom Kindergeburtstag. Und ich bin ja mit den Themen alles durch, die ich ansprechen wollte. Wir könnten natürlich uns nochmal Polynesien angucken. Auch da hätte ich Kritik zu, weil ich mir das auch anders gewünscht hätte. Aber jetzt können wir gerne bei einem anderen Mal noch machen. Vielleicht auch, wenn Polynesien dann tatsächlich hier als Siedlung zur Verfügung steht und wir die uns vielleicht tatsächlich angucken können. Kann natürlich sein, dass Polynesien dann eine Forschung braucht, die ich noch nicht habe. Das macht es dann schwieriger. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. So viel zu den Quantum Incursions. Sind wir sehr beim Thema geblieben. Das ist doch vielleicht auch ganz gut. Und
Ja, ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ich bin gespannt, ob wir auf der Karte vielleicht dieses Mal eine weiter noch kommen und da vielleicht diesen Knoten noch uns anschauen können. Diesen einen, den ich noch nicht gesehen habe. Ja, diesen Entscheidungsknoten. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt hier wieder ist. Ja. Genau. Dann wäre ich raus. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Danke, Thyrawal, dir schon mal und danke, Pi, dir schon mal. Und auch danke zusätzlich noch für die 42 Bits. Und hallo, Luki, ich habe dich irgendwie übersehen. Zu grüßen, glaube ich. Genau. Ja, habt noch einen schönen Abend. Vielleicht ist ja Pi, sind ja Pi und Josie nachher noch online. Kannst ja noch kurz schreiben, falls ihr nachher noch was machen wollt. Dann kriegen sie ja vielleicht noch ein paar Leute mit. Und sonst hole ich jetzt meine Tochter ab. Und danke euch fürs Zuschauen. Ja, manchmal findet es nicht statt. Das heißt vielleicht, manchmal machen sie doch nichts. Oder es macht nur einer was. Aber das ist ja auch gut, wenn nur einer kann oder eine. So. Und um die Zeit sollte ich noch ein Raid-Ziel raussuchen, aber ich habe tatsächlich gerade keinen. Irgendwelche Kategorien? Alter Schwede, ist die nackt. Das ist okay bei Twitch. Ich könnte zu Portal mal wieder. Ah, kann man machen. Ist da jemand, der auf Deutsch spielt? Sonst lassen wir das heute. Mit dem Raid. Ja. Elfebar. Elfebar. Na dann reden wir mal zur Elfebar. Oder Elf-E-Bar. Spielt anscheinend Portal 2. Ich sehe aber nichts. Keine Ahnung. Vielleicht ist es mein Fehler. Wenn das Raid nicht klappt, dann klappt er nicht. Und ich gebe sie jetzt da einfach ein und muss dann los. Okay, dann danke euch fürs Zuschauen und habt einen schönen Abend. Das hatten wir alle schon gesagt. Wie war das nochmal mit dem Raiden? Ah. Mit die Seite nicht, da Creator der Spot. So, vielleicht hat Elf Eber auch schon aufgehört zu streamen, aber sieht nicht so aus. Eigentlich sind da. Nö. Na dann, lasst schöne Grüße da. Und nochmal, schönen Abend. Bis bald. Ciao.